Eine gute und auch wichtige Frage. In unserem Prozess hat es sich bewährt, eine Reservierungsgebühr im Zuge eines Verkaufs oder Kauf der Wohnung zu verlangen vom Käufer. Warum? Es ist so, dass beide Seiten dadurch abgesichert sind, und zwar während der Zeit der Kaufangebotsabgabe bis hin zum Notartermin. Der Käufer hat die Sicherheit, dass die Wohnung während dieser Zeit nicht mehr vom Makler angeboten wird, kein Zwischenverkauf stattfinden kann. Und der Verkäufer hat die Sicherheit, dass in der Zeit der Vertragsvorbereitung beim Notar bis zum Notartermin der Käufer gesichert ist und entsprechend die Wohnung dann beurkundet werden kann. Genau, die Zahlung einer Reservierungsgebühr ist einfach nochmal eine zusätzliche kleine psychologische Hürde im Kaufprozess, mit der wir für den Verkäufer absichern können, dass der Kaufinteressent wirklich interessiert ist und man sich darauf verlassen kann, dass er den Weg bis zum Notartermin mitgeht. Der Käufer bekommt natürlich die Reservierungsgebühr wieder zurück. Nach dem erfolgten Notartermin, nach der Beurkundung also, wird die Reservierungsgebühr vom Makler wieder an den Käufer zurückgewiesen. Oder mit der Käuferprovision verrechnet. Genau.